Oh, hallo und willkommen zurück bei Venetica. Mal wieder. Das ist jetzt schon mein zweiter Aufnahmeversuch, wenn ich ehrlich bin. Ich hab's beim letzten Mal irgendwie verkackt. Ich weiß nicht mehr, was passiert ist oder wie es passiert ist. Ich weiß nur, dass es passiert ist und jetzt muss ich halt alles nochmal aufnehmen. Also gehen wir doch einfach mal. Richtig, wir wollten jetzt eigentlich zur Kupfermine, aber vorher möchte ich noch was anderes tun. Ich biegen wir jetzt hier nach links ab. Und schnappen uns die Assassinen, die sich auf diesem Weg hier befinden. Wenn wir es jetzt machen, dann brauchen wir es nämlich nachher nicht mehr machen. Oh, stirb! 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 Stirb, fucking Assassine! Das war's. Ein toter Assassine mehr. Oh, schnell aus dem Weg rollen. Schnell weg. Oh, das ist nicht leicht, sich da zu konzentrieren. Oh, Scarlet, hau auf die Assassinen, nicht in die Luft. Oh, Scarlet, 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 hau drauf. Und du hör endlich auf zu blocken. Wieso kann ich ihn eigentlich nicht treffen, wenn er nach vorne blockt, nicht nach hinten, wenn hinten der Zuschlag? Das ist ja mal voll unfair. So, und jetzt stirb endlich. So, das war's auch schon. Ein toter Assassine mehr. So, da vorne sind noch zwei. Das sind, glaube ich, die letzten dann. Müssten die letzten sein. Ich bin mir nicht sicher, aber wir werden sehen. Hier ist eine große freie Fläche. Oh, lasst mich beide in Ruhe. Ich will nur die EP, ich will nur die EP. Und die Schwerter. Und das Gold. Und die Beute. Stirb, stirb. Jetzt habe ich ihn. Okay, der hat's drauf, der eine. Aber nicht gut genug. Der war zwar gut, aber nicht gut genug. So, dann müssten wir jetzt eigentlich hier keine mehr treffen dürfen. Jupp, hier geht's zum Pass nach Venedig, wo wir noch nicht lang können, weil da gibt's Dämonen und die können wir nur mit der Mondklinge besiegen. Deswegen holen wir jetzt dann als nächstes den Mondstein. Soll heißen, auf zur Kupfermine.
Dumm. Aber vorher gehe ich noch mal ins Dorf. Ja, es wird sicher eine gute Idee, wenn ich vorher noch mal ins Dorf gehe. Dann kann ich dann nämlich noch ein paar wichtige Dinge erledigen. Einmal können wir jetzt noch zu Bleicher gehen und bei ihm mit Fertigkeitspunkten Talente lernen. Waffentalente. Ah, Scarlet. Ja, Körperfertigkeiten. Es ist nicht viel, aber es ist ein Anfang. Ja, es gibt Lehrer für Kampf und Nekromantiefertigkeiten. Aber was ich jetzt lernen will, ist einmal das hier. Dann das hier. Das hier. Das hier. So, das reicht fürs Erste. Also legen wir das hier mal hier runter. Das andere sind passive Fähigkeiten. Wir können jetzt nämlich Tieren das Fell abnehmen. Was wirklich eine ziemlich praktische Fähigkeit ist, weil wir in der Kupfermine gegen Tiere kämpfen, nicht gegen Assassinen. Ha, endlich mal neue Gegner. Haha. Dann will ich noch schlafen gehen und mir meine Rüstung von Matteo anpassen lassen. Machen wir das gleich mal. Schnell. Bam. Hier lang, Scarlet. Hi, Alte. Die hat irgendwie lange Haare dafür, dass sie so alt ist. Bis zum nächsten Morgen. Sehr gut. Jetzt gehen wir noch zu Lila. Lila heißt die, ja? Lilia. Das ist Leon. Und das ist Lilia. Handeln. Ich möchte handeln. Kaufen wir mal die Derwisch-Samariter. Und noch was. Nein. Und dann gehen wir zu Matteo. Hey, wie kann ich dir helfen? Rüstung anpassen. Kannst du mir eine Rüstung anpassen? Sicher. Was hast du denn dabei? Lederrüstung. Diese Lederrüstung. So, fertig. Hier, nimm. Auf Wiedersehen. Ja, ich weiß, ihr liebt alle Scarlets leichte Kleidung, will ich jetzt mal sagen. Trotzdem ziehen wir jetzt die Lederrüstung an. So, und dann geht's auch schon mal runter wieder ins Tal. Die Kurve, um die Kurve, hier runter. Was ist das eigentlich für ein Wasserfall, der hier immer rauscht? Ich habe hier irgendwie noch nie einen Fluss gesehen, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Dann frage ich mich, wo das Wasserrauschen herkommt. Naja. Da hinten sind nochmal Assassinen. Oh, bloß dich in die Ecke drängen lassen. Oh, gleich drei. Okay, das wird jetzt hart. Ich habe noch nie gegen drei Assassinen gekämpft. Nicht in diesem Let's Play und auch sonst noch nie. Stirb. Oh, verdammt.
Okay, einer ist tot. Mit dem Rest werde ich fertig. So, zwei sind tot, noch einer und das war's. So, wenn ich mich irre, dürfte das der letzte Assassine im Efeu-Graben gewesen sein. Harter Kampf. Dann haben wir hier vorne noch Kupfererz. Da sind noch zwei Brocken Kupfererz. Noch Kupfererz und noch Kupfererz. Nein, doch kein Kupfererz. Ein Pilz. So, dann gehen wir doch mal in die Kupfermine. So, ich habe mir übrigens jetzt vorgenommen, in Zukunft nicht mehr 15 Minuten Videos zu machen, weil es dauert einfach zu lange mit dem Hochladen und allem. 11 Minuten sind wahrscheinlich zu kurz jetzt dank dem neuen Limit, deswegen mache ich jetzt etwa immer so 12 Minuten. Trotzdem heute noch etwas kürzer, deswegen mache ich jetzt hier einen Schnitt und wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Also, bis dahin.